einen wunderschönen guten Abend und hallo. Hallo Daniel, hallo Inge und hallo Aldosso. Ah ja, die Death Level war das. Ich hab das schon wieder vergessen gehabt. Oh, das ist schon wieder sau laut. Das muss ich gleich leiser machen. Beim nächsten Try werde ich es gleich leiser machen. Fuck! Weil das Super NT und die Switch sind hardcore verschieden laut. Da. Besser, glaube ich. Was geht ab, ihr Partypooper? Fick dich, Yoshi. Das ist das erste Mal, dass ich so weit gesprungen bin, dass ich da oben sterbe, Alter. What the fuck? Kannst du bitte aufhören, alles zu fressen, du Bastard? Fuck. Damn, son, das ist eine gute Taktik. Gefällt mir. Wollte ich öfter machen. Bin viel zu hoch gesprungen. Ich habe mir meinen rechten Daumen ein bisschen aufgeschlitzt an der fucking Ketchupflasche. Und es brennt ganz leicht. Jetzt viel weiter nach vorne. Kriegt nicht jeder hin. Jo, ist mir bewusst. Ist nur ein kleiner Schnitt, aber so ein Schnitt von einer Plastikflasche tut dann doch ordentlich weh. Ist eigentlich nicht unähnlich einem Papercut. Ich bin hängen geblieben, Gratulation. Ich habe gestern die Rückseite vom Cuttermesser geschnitten, also an der stumpfen Seite. Das muss man auch hinkriegen. Aber ich kann das tatsächlich toppen. Allerdings zu meiner Verteidigung, ich war ein bisschen jünger. Ich war, wie alt werde ich gewesen sein? 12? 14? Aber das ist nicht wirklich... Also dafür, was ich gemacht habe, ist das
keine wirkliche Ausrede, keine gute. Wir waren bei der Oma. Haben Pizza zum Essen bestellt. Und ich habe die Pizza geschnitten. Und habe mich gewundert, warum dieses scheiß Messer so stumpf ist. Warum nichts weitergeht. Hab halt das Stück dann, also hab so ein bisschen was runtergeschnitten. Bis ich gemerkt habe, mein Finger tut weh. Dann habe ich auf den Finger geschaut, oh. Dann habe ich aufs Messer geschaut, oh. Ich bin mit dem Finger auf der scharfen Seite gewesen und habe mit der stumpfen Seite die Pizza geschnitten. Nein, das ging sich nicht aus. Ja, weil meine Oma einfach irgendwelche geschissen Arsch dreckigen, 1000 Jahre alten Messer einfach hatte. Fuck. Wo man halt nicht auf den ersten Blick sehen konnte, wie rum man es halten soll. Und ich war gierig, es war Pizza da, ich hatte Mörderhunger, es hat urgut gerochen. Und ja, den Fehler habe ich relativ spät gemerkt. Das unschärfste Brotmesser der Welt daheim. Brot schneidet es immer noch super, aber ich glaube, selbst wenn ich wollen würde, könnte ich mir damit nicht die Finger schneiden. Wow. Deswegen Pizzaroller, das ist jedes Mal das Richtige. Ja, damals war das noch nicht so fancy mit den Pizzarollern. Oder zumindest noch nicht so hardcore weit verbreitet. Ich sollte mir eigentlich einen gescheiten Pizzaroller für mich kaufen, wobei ich habe jetzt schon länger keine Pizza mehr gemacht. Das sollte ich mal wieder machen. Fuck. Was? Keine? Doch, ich habe einen, aber... Ich habe halt irgendeinen super billigen hergenommen. Er schneidet eh, nur er ist zum Reinigen sackschissen. Raumschiff Enterprise Roller, nice. Gut, wird schon den teuren. Wahrscheinlich eh genug Leute, aber. Ich dachte einfach, es ist so oft, wie ich den benutze, ist es definitiv nicht wert, mehr als 3 Euro dafür zu investieren. Oh, weißt du, was cool wäre? Ein Sonic Pizza Cutter. Warum hast du nicht aufgenommen? Oh mein Gott, ein Sonic Pizza Cutter, der Spin Dash Sounds macht, wenn man ihn rollt. Ich glaube, ich habe die mördergeile Idee, um Geld zu machen. Ich hasse dich, dass du so spät geschossen hast. Das stimmt auch wieder, ja.
Ich habe auch keinen, aber ich muss meine Pizza eh immer in der Mitte durchbrechen, damit sie ins Gefrierfach passen. Fair enough, I guess. Fuck. Hallo, Jesse. Aber die echten Sonic-Fans sind sowieso keine Smash-Spieler, Zuschauer, whatever. Fuck. Ich weiß nicht, ob ich es dazu geschrieben habe. Ich glaube, ich habe es nicht dazu geschrieben. Ich saß heute so 4 plus Stunden an dem gottverdammten 1-Minute-Short. Es ist so fucking viel Arbeit. Für ein fucking 1-Minuten-Video. Einfach nur eine Frechheit. Dreckiger Bastard. Dazu bitte, danke. Danke. Ah, fucking A. Kannst du jetzt endlich bitte ans scheiß Ende kommen? Das gibt es nicht. Er hat das Level jetzt schon so oft abgeschlossen, verkacke es bei sowas. Ich bin falsch gelandet. Man landet falsch. Okay, Jesse ist im Schlafen. Oder betrunken. Oder beides. Aber Boss, hab eh grad nichts zu tun, weil kein Internet. Danke für die Idee. Du hast kein Internet? Achso, du bist umgezogen, hast wahrscheinlich noch keinen Anschluss. Okay. Wie lange dauert's, bis du aber ja, ist es selten. Ich wollte gerade sagen, sie ist nicht am Handy, weil sonst wäre Groß-Kleinschreibung vorhanden.
Nein, sie schläft mit 1,5 Augen schon und schielt mit einem halben Auge irgendwie durch die Brille und versucht zu tippen. Wow, Frimble. Aber was meintest du für... Danke für die Idee. Welche Idee? Super Mario World spielen? Clips. Achso! Ich hab mittendrin vergessen, worum es ging. Fix auch einer. Da war fix auch noch ein Block. Jetzt warten, das haben sogar ich kapiert und ich kapiere nie was. Ich spiele nebenbei Grand Pool 3, Madame. Wenn du irgendetwas spielst, was bei dir, was dir alles abverlangt und dann dich die Sachen auch noch merkst, dann können wir reden. Ich hoffe, ich habe die auf dem PC. Habe ich die überhaupt Clips gegeben? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich legit nicht mehr daran erinnern. Okay. What the fuck? Oh, okay. Ich habe mit diesem Sprite noch nie gespielt. What the fuck? Ich muss trotzdem jetzt den Hinweis nachlesen. Wenn ich es finde. Hier nur weiter unten. Ah ja, when Cordite is in the air, check the second chain. Ich bin in Sachen, die mir alles abverlangen, bin kein was auch ist. So, das ist die erste, das ist die zweite Chain. Okay, das ergibt Sinn. Okay. Ah, es ging sich aus. LOL. Aha. Okay. Ist das eine unsichtbare Pipe oder was? Oder taucht die erst jetzt auf? Eine Plattform mit einem Dreier. Ja, hast du, ich glaube, ich habe selber auf einem anderen PC, aber ca. 20 Stück habe ich noch zum Bearbeiten. Ah. Und mich kann mich echt nicht mehr erinnern. Ich weiß, dass wir irgendwann drüber geredet haben. Ich dachte, das waren eh schon alle, die ich dir gegeben habe. Wo war dieses Level? Ja, wie kommt man hier hin? Muss fliegen.
Das. Ernsthaft noch ein Excel? Ah, ich muss vorrennen, okay, ich verstehe. Oh, das Level ist schon so lange her, dass ich mich an ein Scheißsegment daran erinnern kann, Alter. Fuck. Rocks and you have me to the shit. Fick mein Leben. Ist einfach nur rüber jeten? Geht sie das aus? So wirst du gerickrollt, weil du es verdient hast. Das hat mich getötet? Achso, weil ich unabsichtlich in die Pipe hinein bin. Dann ist das die Pipe, glaube ich mal. Ah, ich muss rüber, okay. Mich hat gleich eher die Luft getötet als die Pipe. Wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob das wirklich die Pipe ist. Fuck me, Alter. Wo ist die Screenshot? Doch, das ist genau die Pipe da. Glaube ich. Da oben sind Stacheln, da drüben sind Stacheln. Schau ich mir jetzt gleich nochmal an. Aber das Level macht mich fertig wegen dieser scheiß Vibration da oben. Ja, GG. Ich liebe es, dass ich unten gedrückt halte und er sie trotzdem weggeetet. Da nicht. Da kein Problem, aber da? Jetzt auch nochmal nicht mehr. Ja, das ist tatsächlich das da. Fuck me, Alter. Ich bin doch gesprungen, Mann, lass mich durch. Ich will einfach nur in diese Scheiß-Pipe und sehen, was da ist. Aber auf die Idee wäre ich nie gekommen, dass da oben eine Pipe versteckt ist. Also, das ist krass. Also man braucht ein Level, um ein Level zu finden, um ein Level zu finden, um ein Level zu finden. Warum habe ich das verdient? Warum nicht? Wow, wäre ich never ever drauf gekommen. Damn! Brother Bastion! Ah, dafür brauche ich Luigi. Mario seems to be having a skill issue and can't go any further. He's going to need some help. Das ist ein geiler SMB2 Mix. Oh no. Oh no. Ist das Luigi Flutter Jump? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist einerseits so cool, aber andererseits. Oh mein Gott. Wow. Okay, das ist tough. Damn!
Oh, sobald man einmal loslässt, ist vorbei. Man kann nicht re-re-graben. Gott, ist das anstrengend. Aha. Bin mir sehr sicher, dass ich den... brauche. Hier meinen Fehler. Ich schieße es ihm in den Rücken. Okay, jetzt hat er mich aber angesehen. Warum ist er jetzt gestorben? Ich glaube nicht, dass er an Altersschwäche gestorben ist. Ich glaube auch nicht, dass er an das aus Stinkefüßen gestorben ist. Warum war ich immer noch am Rising, obwohl ich... Damn, son! Okay, das ist schon wieder ein sehr tightes Level. Oh, das Level ist nervig. Ich habe noch nicht einmal angefangen. Hat er den High Jump? Nein. Holy moly. Ich muss es unbedingt nach oben werfen. Jetzt muss ich nur noch das Timing davon checken. Okay, ein bisschen zu früh losgelassen. Okay, ich dachte eigentlich, dass das eine Plattform ist, die nach rechts fährt. Ich weiß, dass ich mich komplett vertan habe damit. Erinnert ihr euch, dass wir bei irgendeiner von den Game-Shows gesehen haben, dass Marvel so ein 5v5 Overwatch-Klon gemacht hat? Wow, ich dachte, ich muss schnell gehen.
Ups. Es stellte sich heraus, oder es stellt sich heraus, dass es tatsächlich Icecard einfach nur ein fucking Klon von dem, von Overwatch ist. Also selbst die Abilities sind dieselbigen. Wow, das war tight. Was hat es geschafft? Und die Leute machen sich derzeit sehr darüber lustig, dass es ein Klon ist. Als ob Marvel nicht eigene Abilities hätte. Sie haben eh eigene Abilities, nur sie machen halt wirklich 1:1 dieselbe Umsetzung, wie es in Overwatch ist. Also du hast wirklich einen Helden in Overwatch und es ist 1:1 dasselbe bei Marvel. Das ist sehr traurig, ja. Vor allem bei wem ich es gesehen habe, ist bei Venom. Es schaut halt sau cool aus, aber ich habe mir schon gedacht, ha, die Abilities kommen mir irgendwie so ein bisschen bekannt vor. Okay. Bis jemand erwähnt hat, bis jemand so ein Parodie-Video gemacht hat. Von wegen, nein, das ist doch gar nicht dasselbe. Oh, geht auch. Fuck. Wenn man den kein Marvel findet, das würde selbst mich fast enttäuschen. Ich mag Marvel. Ich mag eigentlich alle Comics. Mir ist es wurscht, ob Marvel oder DC. Wenn die Filme bzw. die Serien gut gemacht sind, schaue ich es an und habe Spaß dran. Problematik ist, dass das halt bei DC ist es eher selten der Fall, dass sie was Gutes machen, und mittlerweile ist bei Marvel auch eher eine Seltenheit, dass sie was Gutes machen. Wobei ich echt sagen muss, dass ich muss zurückziehen und nicht durchlaufen, okay. Aber ich sagen muss, dass ich an Deadpool gestern mördermäßigen Spaß hatte. Das war unfassbar gut. Ich hätte loslassen sollen. Ah, hast Deadpool gesehen. Also mal abgesehen davon, dass ich es unglaublich lustig und gut finde. Sie haben so viel gemacht damit. Also sie haben echt kaum offene Wünsche gelassen. Für mich zumindest. Ja, definitiv. Aber er hat eh auch im Lügendetektor-Interview mit Hugh Jackman ausgesagt. Im Grunde genommen spielt er in allen Filmen sich selber. Also, es ist einfach seine Persönlichkeit. Hoch. Es passt doch einfach ideal, ja, definitiv. Aber am schönsten fand ich überhaupt die Credits. Also die Credits, die haben mir viel Joy gegeben.
Kannst du bitte es irgendwie endlich hinkriegen? Das wäre sogar ideal gewesen, weil es von der Höhe her gepasst hätte. Ja, muss das mal wieder versauen. Okay, ich muss es noch ein bisschen delayen. Arschknapp. Das war nicht ganz so arschknapp. Also das Level tut auf jeden Fall meiner Hand Omega weh. Morgen starten wir mit Last Command durch. Wenn es in Ordnung geht. Oder soll ich warten, bis du Internet wieder hast? Falls es überhaupt irgendein Heads-up gibt, wann es kommt. Verspringen, Alter. Ich würde eigentlich schon gern. Passt, dann warte ich damit. Alles gut. Gut, dass du es erwähnt hast mit dem Internet. Eigentlich wollte ich ja heute damit anfangen. Aber gestern habe ich hier so viel Progress gemacht, dass ich Motivation hatte, weiterzumachen. Und ich habe heute schon wieder eigentlich relativ guten Progress gemacht. Dann muss ich mir das nächste kleine Projekt aussuchen. Da keine Spielewünsche geäußert wurden nach meiner letzten Aktualisierung der Liste. Ich habe RNG Castle geschafft, ja, sonst wäre ich nicht weitergekommen. Ich habe nicht nur RNG Castle geschafft, ich habe auch Dance Dance Revolution Bowser geschafft. Fuck. Danke, danke, danke. Eigentlich könnte ich die Zeit nutzen, wenn du nicht da bist, um Baba Is You weitermachen. Das hat mir doch ziemlich viel Spaß gemacht. Fuck. Der war, glaube ich, nicht ganz so schlimm wie das Castle, oder? Das stimmt, ja. Also an dem Tag, wo ich ihn getried habe, als ich das RNG Castle geschafft habe, ist es irgendwie nicht ganz so gut gegangen und gestern habe ich ihn geschafft. Und gestern habe ich ihn sogar nach 14 Minuten, 13 Minuten geschafft, also keine Ahnung, was gestern in mich gefahren ist, dass das auf einmal so gut lief. Baba Is You macht mir wesentlich mehr Spaß, als ich dachte.
Besonders weil viele der Lösungen richtiges, hartes um die Ecke denken ist. Was mir extrem gut liegt. Fuck. Ja, Handy, das Game sieht sehr nach 2 Spiel aus. Das Game sieht auch verdammt. Oh, was? Das Game sieht verdammt cool aus, ja. Na, Baba Is You macht wirklich heftigen Spaß. Soweit ich mitbekommen habe, war DOS doch auch mördermäßig gefesselt davon. Fuck. Er hat sogar aktiv mitgefiebert. Warum ist sie diesmal weggeflogen? Ja, das ist generell ein Puzzle-Fan. Fuck me. Ey, das ist so schwer zu timen. Besonders weil Luigi einfach überall durchrutscht. Tot. Ah, ich freue mich aufs Steak morgen. Also stimmt, es könnte sein, dass ich morgen, naja, wahrscheinlich nicht später komme. Eventuell werde ich später heimkommen, damit ich noch kurz snappen kann. Fuck me, Alter. Oh, das Steak morgen werde ich so genießen. Ja, es ist Steak Night, für mich die geilste Zeit. Steak ist einfach gut, weil es super schmeckt. Er tut. Der klingt nice, ja. Das ist das erste Steak in ein paar Jahren für mich. Weil unser Chef lädt uns ein. Quasi als kleine Feier, dass wir ein großes Projekt abgeschlossen haben. What the? Hallo Alex. Ups. Ihr hört Steak und schon ist sie da. Was geht ab? Wie läuft deine Fortbildung? Tötet mich trotzdem. Es ist immer noch aktiv!
Okay, jetzt sind wir so weit, dass ich jedes Mal jetzt loslassen muss, damit ich schneller runterjumpe, okay? Das ist echt witzig, wie ich immer dieselben Sachen mache und es aber jedes Mal anders reagiert. Upsi-daisy. Ups. Okay, nochmal die Frage, weil du es scheinbar nicht mitbekommen hast. Wie geht's dir, Alex? Was tut sich? Wie läuft deine Ausbildung? Ohne oben zu landen, langsam runter auf den Block gehen. Ich glaube fast nicht, dass sich das ausgeht. Nein! Mir geht's okay und es geht. Ich steck mich selbst in den Kühlraum irgendwann bei der Zeit, die ich habe. Weil dir heiß ist. Weil du... gerne mit totem Fleisch Zeit verbringst. Weil du Nekrophilie entwickelt hast? Weil du im Kühlraum übst? Weil du nur dort Ruhe hast zum Lernen? So, den Fleisch mache ich die ganze Zeit was, aber ich meinte, ich habe kein Leben mehr. Ah. Das ist aber normal. Das ist ja, solange du diese Ausbildung machst, hast du kein Leben für die Zeit. Wenn du es fertig hast, wirst du dafür mehr Leben haben und besser leben können. So ist das halt. Manchmal muss man auf Sachen verzichten oder ein, zwei Schritte zurückgehen, damit es wieder vorwärts gehen kann. So klischeehaft das klingen mag. Ist prinzipiell mit Ausbildungen, Seminaren und ähnlichem so. Wow, ich konnte nicht bremsen. Ich
Aber ich gehe stark davon aus, dass du trotzdem Urlaub hast und immer noch auf deine... Fick dich, auf deine Festivals gehst. Oder zumindest auf ein paar davon. Weil das gibt dir ja... Fick dich. Gibt dir ja Energie. Und Freude. Wir haben es geschafft. Wow. Falscher Jump. Okay, ich muss scheinbar jumpen. What the fuck? Fast. Wie habe ich das jetzt geschafft? Junge, ist das anstrengend. I guess, dass ich genau das machen muss. Ich muss vermeiden, dass ich okay, ich hab's fast. Das war wohl zu früh. Viel zu guter Regrab. Das war irgendwie Arsch. Warum auch immer das so Arsch war. Damn, son! Oi, da ist das schwer zum Zielen. Was mache ich mit der Shell? Entweder ich werfe sie direkt nach links, ich werfe sie direkt nach rechts, oder ich nehme sie mit. Pff, könnte alles sein.
Rechts. Das war nicht gut. Ich wusste, dass ich das dem Part ein paar Mal machen muss. Hätte ich es im First Try geschafft und wäre weitergekommen, wäre super cool gewesen. Aber so habe ich jetzt die Schwierigkeit, den Part dort tatsächlich lernen zu müssen. Was ich hier lernen muss, irgendwie zu zielen. Ich meine, ich krieg's schon hin, wird aber anstrengend. Ah, zu viel Forward-Momentum, nicht abgesprungen. Fuck, nicht gedrückt gehalten. Fast geklappt. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht, dass es mein Problem wird. Warum hat das jetzt nicht geklappt? Vielleicht jetzt. Ja, es ist Steak Night für uns die geilste Zeit. Sollte mir vielleicht jetzt schon mal anschauen, was ich morgen essen mag. Nicht, dass ich morgen dann eine Stunde da sitze und mich nicht entscheiden kann. Fuck. Das teuerste. Ich sehe einen Steak Restaurant. Einmal den Hummer bitte. Ich hätte gerne die ganze Kuh gebraten. Hier kommt der vom Bullen. Du kommst der vom Bullen. Me. Alex, sage, dass das nicht stimmt. Wow, das ist sogar das Ende. Also, das Ende von dem Part. Kommt sicher noch was. Also, ich hoffe nicht, dass noch was kommt. Aber das wäre, glaube ich, ein bisschen zu kurzes Level, als dass es das Ende ist. Hätte nichts dagegen, weil so witzig das auch ist, so nervig ist es auch.
Warum bist du jetzt so spät gespawnt, Alter? Ich hatte eine ganz andere gerade im Kopf. Oi, Janky Hackmate! Warum war die Shell jetzt so fucking schnell, Leute? Also ich weiß, was mir am besten bis jetzt geschmeckt hatte. Das war Filet Mignon. Ich glaube auch, dass ich dabei bleiben werde. Dann schön medium rare, dass es schön zart ist. Das ist so schwer abzuschätzen. Oh, es ging sich aus. Wow. Das war viel zu hoch. Oh, es ging. Was für einen Speed hatte die Shell diesmal, Leute? Was ist das? Fuck. Sind Mario mittendrin irgendwelche Superschuhe? Entschuldigung, sind Luigi mittendrin irgendwelche Superschuhe an? Nintendo kommt nichts halbwegs Interessantes demnächst raus, oder? Oder wann kommt das neue Mario und Luigi Game raus? Bash ist ja gerade nicht da, dass ich ihn die Frage stellen kann. Ach, das soll ich vergessen. Weil der weiß es fix auswendig. Er holt dann ganz schnell seinen Nintendo-Kalender raus.
Ich hatte echt nichts im Kopf, dass auch nur halbwegs was Interessantes kommt. Das Einzige, was draußen ist, was halbwegs von Interesse ist, ist Luigi's Mansion, wobei ich stark hoffe, aber das ist pures Kopium. Dass es bis Oktober billiger wird. Wie geht das? Kann es sein, dass das ein verkehrter Kaiserblock ist, dass wenn man von oben auf ihn drauf geht, dass er ihn tötet? Weg mit Potato Wedges. Potato Wedges geil. Steak Fries finde ich aber auch saugeil. Was gibt's zumindest? Das würde mir erklären, warum ich dort die ganze Zeit so deppert sterbe. Junge, lass mich doch hier vorbei. Ich hab keinen Bock mehr auf das Level. Meine Hand tut schon weh. Ich hätte mir auch dieses NES Championship geholt. Wenn es nicht ein Vollpreis-Scheiß wäre. Wenn es wenigstens ein Vollpreis wäre mit Online-Modus. Würde ich sagen, okay. Hat eine Daseinsberechtigung. Okay, ich habe die Shell viel zu sehr geheatet, schauen wir wieder mal. Ich habe jetzt ein paar Leuten dabei zugesehen, wie sie das gespielt haben. Schaut halt schon fun aus. Aber nicht Fullpreis fun. Stattdessen kriege ich immer noch oder immer wieder Elden Ring YouTube Shorts gezeigt. Und bin mittlerweile schon wieder so weit, dass ich Bock auf Elden Ring habe. Ja, ich bin wieder zu früh abgebogen. Das ist der SMB2 Luigi. Fuck. Echt schlimm mit dem Spiel. Ja, besonders weil ich so viele Lore-Videos sehe. Und vieles von der Lore eben beim ersten Playthrough an mir vorbeigegangen ist. Auch beim DLC. Der Lore, der teilweise versteckt ist. Find's ziemlich geil, dass tatsächlich manche Sachen aus dem Base-Game immer noch ein fettes Fragezeichen sind. Was nie erklärt wurde, wieso, weshalb, warum dieses und jenes passiert ist. Wow. Wie zum Beispiel, warum Eiji gestorben ist. Die Lore ist mir so egal, ich sehe immer nur die Waffen, die ich cool finde. Ja, das auch. Das ist natürlich auch sehr interessant, um zu sehen, die Waffen und die Spells, die es so gibt. Und das ist interessant, wer mit diesem und jenem Bild das Spiel nochmal durchzuspielen.
Aber tatsächlich ist mir die Lore, am Anfang war sie mir völlig egal. Aber mittlerweile finde ich die Lore von Elden Ring einfach Wahnsinn. Man könnte eine fucking ganze Serie draus machen. Fuck me! Weißt du, dass die alle irgendwie verrückt sind und miteinander nur gebumst haben? Nicht wirklich. Das mit Abstechen, ja. Quasi. Ich habe jetzt nicht einmal gedrückt gehalten. Warum ist die Shell jetzt so weit geflogen? Aber da wurde eigentlich gar nicht so viel rumgebumst. Rani und Renala sind irgendwie eine Familie. Ja, Rani ist die Tochter von Renala und Radagon. Nur dass Radagon sich dann Marika zugewandt hat, wobei die Realität ist. Danke. Ende? Oh no, noch mehr. Jeder, der nur hilft, stirbt immer ausweglos. Es sind wirklich tatsächlich alle gestorben, alle, die nur geholfen. Nein, das stimmt nicht. Roderica ist zum Schluss als einzige noch am Leben. Der hast du geholfen und die ist tatsächlich sogar noch normal. Rani hat die Todesrune geklaut. Ich habe das bei meinem Playthrough gar nicht gecheckt. Das habe ich erst alles im Nachhinein gecheckt. Wer oder was Maliketh ist, beziehungsweise Gong oder wie auch immer seine alternative Identität heißt. Und dass Rani die Rune des Todes gestohlen hat und sie an Assassinen weitergegeben hat, damit die anderen Konsorten auslöscht. Nicht damit sie Eldenlord wird, sondern damit sie diese ganze Regentschaft und den Golden Order und die Finger, damit sie das alles abmeuchelt. Es sind so viele, also die Story finde ich einfach so krass, so vielschichtig und so. Jedes Mal, wenn ich irgendein neues Video sehe und jedes Mal, wenn ich dann die Erklärungen von XYZ habe, kommt ein weiteres, das ergibt so viel Sinn dazu. Das begeistert mich so dermaßen an dem Spiel. Ich weiß nicht, ob das einfach From Software ist, die das so gemacht haben, oder ob das auch die Arbeit, ich vermute mal, dass das vieles davon an George R.R. Martin war, weil der ist ja so ein gefinkelter Geschichtenschreiber, wenn man sich anschaut, was in Game of Thrones alles passiert ist, jetzt bis zur 5. Season, alles andere. Ja. Aber die Verzweigungen, Verzwickungen und sonstiges, alles was. Es sind so viele Sachen, die einfach so nur kurzweilig nebenbei passieren oder du sie nur kurz flüchtig siehst und es dir gar nicht merkst oder es dir nicht aktiv auffällt. Das beste Beispiel ist, dass Radahn eigentlich der ärgste Ficker des Universums war. Malenia hat eigentlich gegen Radahn verloren. Er hat sie nur nicht töten wollen. Aus Mitleid oder aus Ehre oder aus whatever.
Und weil er sie nicht zu Ende gebracht hat, hat sie einfach ja, ihren letzten Ausweg genommen und alles mit Scarlet Rot verseucht. Und warum Mikela und Malenia verflucht sind bei ihrer Geburt, weil Radagon und Marika ein und dieselbe Person sind und mit sich selber drei Kinder gezeugt haben. Also. Malenia, Mikela und wie heißt die Eude, die dir die ganze Zeit hilft, bis sie sich in den Kessel schmeißt? Ich habe ihren Namen vergessen. Melina. Achso, überrascht mich das nicht wirklich. Dieses Konzept ist eher Show don't tell. Also, war schon so verwurzelt, und da hast du einen richtig guten Schreiber. Und packst das in Dark Souls Konzept rein, dann kriegst du sowas. Aber so überrascht mich nicht wirklich, dieses Konzept. Ist eher Show don't tell. Ich finde es nur schade, dass zu Melina genau nichts offenbart wurde. Ich hatte gehofft, dass wenigstens mit dem DLC irgendwas mehr kommt. Die ist einfach ein Mysterium geblieben, was eine Schande ist, weil ich ihren Charakter sehr gerne habe und sau gerne mehr erfahren würde. Es gibt halt einfach x Spekulationen, weil es irgendwie in-game immer wieder so ganz kleine Textpassagen gibt, die Sachen andeuten, aber nie wirklich zur Gänze erklären. Aber es würde Sinn ergeben, so von dem, was da ist, konzeptionell, und da das ganze Spiel so ausgeklügelt ist, ist es eher selten, dass ein Zufall ist, wenn so, wenn Sachen zusammenpassen, dann passen sie meistens mit Absicht zusammen. Was auch immer, womit auch immer Melina verflucht war, keine Ahnung. Aber Mikela und Malenia, also Malenia war mit Scarlet Rot bei Geburt verflucht worden und Mikela mit ewiger Jugend, weil sie eben eine Geburt von ein und demselben Wesen sind. Und ich habe vergessen, worauf ich eigentlich ursprünglich hinaus wollte. Egal, jedenfalls immer wieder, wenn ich irgendwelche Storylines höre oder beziehungsweise höre, lese, sehe, wie auch immer, bin ich jedes Mal da gesessen und mir gedacht, oh mein Gott, ist das geil. Es ist unfassbar gut ausgeklügelt und unfassbar gut zusammengestellt. Aber hier die kleine Rani. Was die alles gemacht hat mit der Black Knife Zeug, das habe ich irgendwie während des Playthroughs mehr oder minder nicht ganz mitbekommen. Was geht's hier aus? So, mit dieser Geschichte über die Menschheit, wir haben nur Texte gelesen und Leute, die es offiziell haben, wer weiß, ob das überhaupt alles so stark geworden ist. Muss daher nicht aufgeklärt werden, es bleibt einfach ein Mysterium. Aber ich finde es halt schade, weil viele hassen ihren Charakter, viele hassen sie, so wie sie dargestellt wurde und was aus ihr gemacht wurde von den. Also ich habe auch Vergleiche gesehen von den. Von den Helferinnen, Anhängseln, die man über die ganzen Souls-Games drüber bekommen hat, und viele ranken sie ziemlich weit unten. Ich meine, ich habe keine anderen Souls-Games gespielt, aber es interessiert mich jetzt auch nicht unbedingt, die anderen zu spielen. Ich weiß nur, dass ich in der Sekunde von ihr extrem angetan war, nicht nur vom Aussehen her, sondern auch ihre Stimme ist für mich einfach so ein. Und ich hätte schon gern ein bisschen mehr über sie erfahren, vor allem weil sie immer wieder so interessante Bruchstücke von sich gegeben hat.
Was ist das eigentlich für ein geiler Song, Alter? Er meinte, dass ich nicht so rumteleportieren lassen sollen, denke ich. Die Dark Souls Keeper waren immer an einem Ort. Ich fand's konzeptionell eigentlich schon sehr interessant, vor allem weil sie dir einfach dort, wo du gerade angekommen bist, dir neue Informationen gegeben hat. Das Arsche an der Geschichte ist, wenn du sie verpasst hast, so wie ich es geschafft habe, weil ich einfach öfters nicht dran gedacht habe, hey, sollte mich da ans Grace setzen. Das ist so schwer. Also, für mich ist Elden Ring einfach ein fucking Meisterwerk. Es ist kein 10 von 10 Game. Es muss aber kein 10 von 10 Game sein, damit ich es als Meisterwerk bezeichne. Und es wird mir immer und immer mehr bewusst, je mehr ich davon sehe, je mehr ich davon höre, je mehr ich darüber lese. Ich meine, ich habe 1,5 Playthroughs davon. Einer ist sogar fast zu 100% gemacht worden. Ups. Es fehlt einfach, glaube ich, diese ikonische Berührung an den Spieler. Die Keeper haben immer die Hand vom Spieler genommen und irgendwas gebetet, damit man levelt. Macht Melina auch, wenn sie irgendwo ist. Also wenn du sie an einem Grace getroffen hast, dann legst du dich, glaube ich, in ihren Schoß im Kopf. Wenn ich das gerade nicht ganz falsch in Erinnerung habe. Aber ja, to be honest, ich bin froh, dass dem nicht so ist, weil jedes Mal... Ja, 4 im Deathbed, ja, aber auch Melina, als sie an einem Grace war, dir Story weiterzugeben, hat sie auch irgend sowas gemacht. Ab. Das war arschknapp. Was muss ich da jetzt machen? Dass Fia diejenige war, die dich am Deathbed da in den Arm genommen hat, ja. Soweit weiß ich das. Ich weiß nur, dass wenn du irgendwo Melina als Story hattest, wenn du dann auf Level Up gegangen bist, dann hat sie mit dir geredet und ich glaube auch deinen Kopf in ihren Schoß genommen oder so. Oder dir die Hand genommen, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß nur, dass da eine zusätzliche Animation und ein zusätzlicher Text war. Was zwar so gesehen echt schön ist. Aber wenn ich das jedes Mal durchmachen müsste, würde ich es kotzen kriegen. Weil ich ja doch des Öfteren in dem Menü bin und wenn ich Level Upen will oder mir die Stats anschauen will, dann will ich mir die Stats anschauen und nicht jedes Mal den Text lesen und die Animation abwarten zu müssen. Ich glaube, man hat mittlerweile mitbekommen, dass ich allergisch gegen permanente, unnötig, ewig lange Animationen bin.
Fuck, Alter. Aber Spiel, hast du dir mal das Kartenspiel angesehen gehabt? Shit, ist irgendwas gepostet worden. Ich habe schon ewig nicht mehr ins Discord geschaut. Fuck. Weißt du, ich habe eine Zeit lang permanent ins Discord geschaut, habe gesehen, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Ich habe, ist an mir vorbeigegangen. Ich habe schon länger nicht mehr in die ganzen Discords reingeschaut. Ich habe ein Bild. Fuck. Nein, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe es nicht mitbekommen. Boah, das ist schwer. Das ist echt schwer. Aber es ist machbar. Bin gespannt, wie viele Parts noch kommen bei dem Level. Ich vermute nach dem hier noch einer. Der Song ist saugeil. Ist schon länger her. Fuck! Wie habe ich das verpasst? Na, Scusamente habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Ich schaue, dass ich morgen reinschaue. Fuck, es wäre es fast gewesen. Momentan sind wir so weit, dass wir mit den paar Pflanzen, die wir haben, den Infinite Loop gefunden haben. Lol. Warum auch immer das Thwomp jetzt so spät getriggert ist. Fuck. Ich glaube, der Stand ist schon sehr überarbeitet. Kannst trotzdem gerne reinschauen und deine Meinung, Feedback abgeben, wenn du magst. Ja, auf jeden Fall. Falls es noch okay ist. Oder ich warte sicher den nächsten Bild ab. Nein, ich werde aber auf jeden Fall reinschauen. Weil das interessiert mich ja doch. Bin ja immer sehr neugierig, was Spiele angeht, was neue Spiele angeht. Also, okay, ich weiß noch nicht, wie sinnvoll es ist. Okay, hier mein Feedback. Das Spiel ist für ein Arsch. Wer hat sich den Scheiß ausgedacht? Sofort alles wegschmeißen, löschen und von neu anfangen. Liebe Grüße, Luna. PS, ich bin Inges bester Freund im Real Life. Wir sind zusammen aufgewachsen. Warum triggert der Thwomp plötzlich gar nicht mehr? Was mache ich jetzt plötzlich anders? Spricht man vom Bär, kommt er daher. Oh no 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 no. Ja, das war klar.
Beim nächsten sage ich dir auf jeden Fall Bescheid. Ja, bitte. Das wäre super lieb. Ich muss sagen, dass ich das Format, was du in dem Shop probiert hast, auf den Tod nicht abkann. Aber immerhin war es kein generischer Müll, wie sonst der Fall ist. Generischer Müll. Ich habe solche Videos, was Smash angeht. Ich habe versucht, danach zu suchen heute. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwo ein, zwei Videos sowas so ähnlich gesehen habe. Aber mit Suchen habe ich nichts darüber gefunden. Aber ich finde das Konzept per se ganz cool. Ich finde auch Blind Ranking finde ich sau cool. Das würde ich sau gerne machen. Aber das ist dann nicht ganz einfach, weil solo geht das ja nicht. Aber was meinst du mit generischer Müll, wie sonst? Also, was du darunter verstehst, würde ich gerne wissen. Vor allem, weil ich habe so viel Mühe, Energie und vor allem Zeit in dieses Short gesteckt, in dieses eine gottverdammte Minuten-Video. Und ich bin tatsächlich super stolz drauf. Wie zum Fick habe ich das gemacht, Alter? Dass es so oft funktioniert und jetzt funktioniert es gar nicht mehr. Format ist sonst generischer Müll. Nicht in Bezug auf dich. Ich weiß schon, dass du es nicht in Bezug auf mich meintest. Ich dachte, dass dir irgendetwas... Irgendetwas Bestimmtes nicht daran gefällt. Und eigentlich dachte ich, dass das relativ easy zu machen ist. Und ich deswegen das öfter machen wollte. Ich meine, ich werde es ein paar Mal noch machen, definitiv. Weil... So, immer wieder kann es, glaube ich, ganz lustig sein. Ich muss es schaffen, dass die Kamera nicht hochscrollt, dann kommt der Thwomp auch runter. Danke, dass ich endlich wieder den Scheiß hier üben darf. Nevermind. Warum der erste Jump nicht rauskam, ich war eigentlich geregrabbt, aber der Regrab wurde dann zum tatsächlichen Jump. Ich hab's mit Absicht, habe ich das erste leicht gemacht. Das ist Absicht. Ich weiß schon, dass man... bei 86 Charakteren, was weiß ich, wie vielen Stages und Items die Chance dasselbe zu haben relativ gering ist. Aber es wird noch zu ein bisschen engeren Auswahlen kommen. Ich wollte halt nicht gleich von Anfang an den Nussknacker raushauen. Das ist beim Format generell so. Ich weiß nicht, ich habe das kaum bis nie gesehen, also deswegen kann ich nicht aktiv drüber reden. Weißt du, dass zum Beispiel Luminosity Gaming das halt im
im Real Life mit so Tafel und Filzstift macht. Was ich halt cool finde. Nicht nur, dass er den Block aus welchem Grund auch immer nicht geworfen hat, sondern gedroppt hat. Nein, ich fliege auch direkt auf die Stacheln drauf. Aber ich sage einmal so, lass dich einfach überraschen, was noch kommt. Okay, ich könnte das sogar alles in eine machen. Also kann ich dem Ganzen vernehmen, dass du da nicht mitgemacht hast beim Mitraten. Unterbewusst macht dein Affen ihn trotzdem immer mit. Den Schlüssel drüben. Ja gut, das wusste ich nicht. Es gibt eh 3000 andere Trends, vor allem Nintendo 4, die mich mehr ankotzen, aber darüber wurde schon genug geredet. Zum Beispiel. Ich bin ja absolut der Anti-Trend-Mensch. Gibt die minimalsten Trends, die mir gefallen. Ups. Und mitmachen tue ich sowieso nirgendwo aktiv. Ein Trend, der mir sofort einfällt, der mir extrem gut gefallen hat, war der Pokédance. Weil das Lied aber auch einfach nur fucking gut ist und der. Ach, fuck, Alter, mein Daumen lässt langsam nach. Dann erwähnen die Tatanga, welche kanonisch wahrscheinlich tot ist. Ich habe keine Ahnung, wer oder was Tatanga ist. Klingt auf jeden Fall sehr pervers. Okay, Dance, ja. Hey, Boogie Boogie Wawa, let's go body body boom boom. Hey, Boogie Boogie Wawa, let's go body body boom boom. So, achso, okay. Who the fuck cares?
Mario-Spiele, die vergessen wurden, und dann sind es entweder Rotspiele wie Mario Superstars. Oder man lügt einfach in den Paper Mario 64. Wobei, ich nehme alles zurück, ich glaube, das hier endet mit einer Orb ganz oben. Fuck. Es hat irgendwie Orb-Vibes, das Level. Ja, ich habe auch irgend so einen komischen deutschen TikTok-Kanal, der mir immer wieder auftaucht, obwohl ich die Videos nie like. Das Intro ist zwar ganz cool gemacht, mit so Spielefakten, hast du das schon gewusst? Und dann kommt er mit den absolut basic bitch Infos daher, wo ich mir denke, okay, das Thema wurde ja nur 439 mal behandelt, letzte Woche. Aber ja, Trends sind halt Trends und die Leute geiern Trends hinterher und sabbern sich einen ab daran. Deswegen habe ich auch immer schon diese Hardcore-Trend-Abneigung gehabt. Fuck, egal bei was es ist. Und prinzipiell, wenn irgendwas im Trend ist, bin ich schon mal absolut skeptisch und dagegen prinzipiell. Schau es mir an, ob es tatsächlich irgendeinen Wert hat. Jetzt nicht einen Wert im Sinne von, dass ich dem Trend hinterhergeier, um, keine Ahnung, auf Views zu kommen. Weil mein Leben ist zum Glück davon nicht abhängig. Fuck. Ansonsten, um die Video-Essay-Sparte zu gehen, Videos, die sich als Analyse ausgeben, aber einfach nur eine Zusammenfassung sind. Genauso wie wie man am schnellsten auf YouTube zu einem Profil kommt, der monetarisiert werden kann. Du machst einfach Pokémon Showdown Videos, die du fakest, indem du mit dir selber kämpfst und mit dir selber chattest und bei allen Angriffen und sonstigen einfach irgendwelche saudummen Sounds einbaust. Ich dislike mittlerweile jegliche Shorts, die pro Sekunde 5 Memes drin haben und 80 Sounds. Da kriege ich instant einen Negativständer. Ich habe das Spiel gespielt, jetzt sag mir nicht, warum es dich bewegt hat, du Arsch. Ja, genau das zum Beispiel. Wenn irgendein Video so ein, zwei Sounds verwendet, okay, ikonisch sind oder sonst irgendwas. Aber wenn dein Video zu 90% aus irgendwelchen random Sounds besteht und das der ganze Witz deines Videos ist oder deines Kanals ist, ach Gott, ich bin durchgerutscht. Dann fuck dein Video und fuck deinen Kanal. Ich meine, sicher sagen das auch viele Leute über meine Videos und meine Shorts, die ich gepostet habe, weil sehr viele davon einfach ich sind, der ich mich über irgendetwas kaputt lache. Und ich bin mir sehr sicher, dass viele Leute sehr allergisch auf meine Lache reagieren. Im Endeffekt ist es mir völlig egal. Wenn es dir gefällt, dann gefällt es dir. Wenn es dir nicht gefällt, dann gefällt es dir nicht. Ich schmücke mich jedenfalls damit, dass ich authentisch und echt bin.
keine notgeile Like, Bitch. Ist das dein scheiß Ernst? Und mein liebstes Ding, wie das über Franchises, die Nintendo vernachlässt, das ist eine Masse. Dann erzählt mir ein Typ, der nie eine Mother-Tag gespielt hat, dass Nintendo die Mother-Reihe vernachlässt. Das ist leider zu spezifisch, aber auch schon dumm genug, dass ich das nun zweimal sehe. If I had a penny for every time that happened, I would have two pennies. It's not a lot, but it's weird that it happened twice. Phineas und Ferb ist echt eine unterschätzte Serie. Pointe de Madara ist beendet, das weiß ich mittlerweile. Du redest des Öfteren über die Madara-Reihe und beschwerst dich des Öfteren über Leute, die... Also, nicht negativ auffassen. Ich wollte eigentlich nur damit sagen, dass ich ihr zugehört, schrägstrich zugelesen habe. Und es mir mittlerweile tatsächlich gemerkt habe, dass dich das sehr aufregt, wenn Leute über die Mother-Reihe reden. Obwohl sie eigentlich offiziell beendet worden ist. Pointe. Knapp. Ja, es wäre schön, wenn wir das Level langsam bieten könnten. Das war Anus knapp. Oh mein Gott, das war gerade der größte Skill, den ich jemals hingelegt habe. Ich weiß nicht, wie ich es beim ersten Mal schön geschafft habe. Ich weiß gerade gar nicht mehr, woran ich rumgestorben bin. Ich habe das so schön gemeistert und dann... Ich weiß nicht mehr, an welcher Dummheit ich gestorben bin. Ich weiß nur, dass ich mich darüber freue, dass ich Luigi bald nicht mehr sehen muss. Auch wenn ich bis heute noch die SNW-Luigi-Farben richtig als geil empfinde. Weil mir tun einfach viel zu viel die Hände weh. Weil Luigi mich dazu zwingt, den Controller noch mehr zu zermaschen, als ich es mit Mario tue. Die Regrabs einfach alle 15 Minuten dauern gefühlt. Also was Videoideen angeht, ich meine, ich habe mittlerweile sogar mehr vergessen, als dass ich Ideen noch habe. Ich habe so viele verschiedene Videoideen gehabt, aber vieles... Für vieles ist es ein bisschen viel Arbeit. B, dass die Ideen umzusetzen ist dann halt noch härter. Vor allem, wenn man grafisch jetzt nicht unbedingt der Meister ist und editieren
auf dem absoluten Noob-Status ist. Andere Sachen würden erfordern, dass ich irgendwelche Online-Leute kenne, die für Shenanigans bereit wären, die circa auf demselben Skill-Level sind. Ich bin durchgerutscht. Und manche Sachen würden halt erfordern, dass man im RL jemanden neben sich sitzen hat, der bei besagten Shenanigans mitmachen wird. Der müsste halt auch dann wenigstens ungefähr auf dem gleichen Level sein. Nein, man hat den Sound nicht gehört. Oide, ich hätte mich verlassen sollen darauf, dass er kickt. Ich bin viel zu früh losgejumpt. Fuck my life. Bitte lass mich aus dem Scheiß-Level endlich raus. Gott. Immerhin ist das Lied cool. Ach so, stimmt, daran bin ich gescheitert, dass ich nicht wusste, dass man hier... Das gibt es nicht, dass ich das nicht schaffe aufzumounten. Ich schaffe es halt echt nicht, dass die Kamera nicht mehr hochscrollt. Ich weiß nicht, wie ich das damals jedes Mal geschafft habe. Genommen hoffe ich eigentlich irgendwie sehr darauf, dass wir irgendein neues Smash erleben werden. Das ist die eine Hoffnung. Die andere Hoffnung ist, dass es nicht komplett beschissen ist wie Smash 4. Das war knapp.
Dein Ernst? Wirklich? Ach, das ist doch eine Scheiße. Ich hoffe so sehr, dass das Ende ist. Nein. Meine Kraft lässt nach. Hopp. Das war Anus knapp. Ich will gar nicht auf den Timer schauen, wie lange ich schon hier stuck bin. Ich tue es trotzdem. Fuck, eineinhalb Stunden. Holy shit. Ein Wunder, dass mir alles wehtut. Ja, doch eine längere Tortur. Oh, damn. Bossfight? Damn. Oh no. Nein, wieso springe ich rein? Ich hab's. Wow. 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 Also das ist asozial. Das ist ein neues Hoch an Asozialität. Holy shit. Allen Ernstes jetzt? Wie du von mir redest, in meiner Gegenwart. Ich will nicht wissen, wie du hinter meinem Rücken redest. Thank you.
Wovon bin ich jetzt weggepusht worden? Muss man nicht verstehen. Danke, dass du gesprungen bist. Vielen lieben Dank. Statt dass ich den Boss halt dann machen kann, ich muss das nochmal wiederholen. Nochmal wiederholen. Wenn er sich beschweren sollte, dass Leute gezwungen werden, Sachen zu wiederholen, könnte ich ihm auf die Goschen hauen. Fair, der Bossfight ist jetzt kein Omega schwerer, so gesehen. Bis jetzt, who knows, was da noch auf mich wartet. Warum hat mich das jetzt getötet? Wirklich mal. So hübsch ich die Stacheln in dem Level auch finde. Ah, nein, dem. Ich bin an dem Level angekommen, dass ich nur noch frustriert bin. Den Scheiß wiederholen zu müssen. Alles nur, weil ich deppert unabsichtlich in die Flammen rein. Thank you.
Weil ich saumäßig schieß. Ernsthaft jetzt, kannst du bitte unten ankommen? Danke. Ah, fucking freedom! Ah. I'm the best. Was ist jetzt passiert? Das Wichtigste ist einmal, dass ich das speichere. Irgendwas hat geschüttelt und gerüttelt, aber was und wo? Das ist ja nichts Neues, oder? Nein, Banzai Barrage hatten wir schon. Ist auch nichts Neues? Was genau hat das jetzt bewirkt? Verwirrung, ja, definitiv. Shifting Stronghold. Hat sich ja nichts geändert. Ja, scheinbar ist das nur Verwirrung. Wofür genau habe ich das jetzt gemacht? Gibt's gar kein Yoshi-Haus? Ich dachte, es gibt ein Yoshi-Haus hier. Das ist quasi das Yoshi-Haus. Ja, soweit ich das sehe, war das literally für nothing. Ja gut, na dann. Wir haben mördermäßigen Progress gemacht. Ah, fuck, Alter. Das war fucking gut. Ah,
Aha. Das war wirklich fucking gut. Dann haben wir noch zwei Level zum Weitermachen. Und schauen uns dann an, wie es hier, da und dort und überall weitergehen wird. Aber erst beim nächsten Mal. Ein herzliches Dankeschön an alle, die mit dabei waren. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht, einen wunderschönen Morgen Mittwoch. Wir sehen uns morgen in Outer Freshness. Danke für den Podcast. Bitte gerne. Wir sehen uns morgen in Outer Freshness. Mit